Frohes neues Jahr, Freunde, und willkommen zur ersten Folge im Jahr 2018. Diese Woche sind wir alleine hier. Wir werden versuchen, nochmal die Millionen zu spielen, und ich muss was ankündigen. Das und mehr gibt es gleich zu Beginn der ersten Folge Wer wird Millionär im Jahre 2018. Los geht's! Willkommen zu Wer wird Millionär, der ersten Folge im neuen Jahr. Frohes neues Jahr an dieser Stelle und ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, denn es wird dieses Jahr ein paar Änderungen sowieso geben. Abseits davon, dass wir diese Woche noch normal spielen werden, werden die verbleibenden 5 Wochen, die uns bleiben, jeweils in einem Stream produziert werden. Das heißt, es werden keine wirklichen Folgen aufgenommen. Die letzte Folge wird ein Stream sein, müssen sie in einem Stream gemacht werden und jeder, der mitmachen will noch, der die Chance nutzen will, der kann immer gerne jeden Samstag so gegen 19 Uhr bei mir auf Twitch vorbeischauen, denn dort werden wir das Ganze zu Ende bringen jedes Mal. Die Folgen werden also live vorproduziert werden, entweder Chatfolgen, bzw. Chatwochen oder eben Einzelpersonen, die mitspielen werden. Und ich bin schon ehrlich gesagt gespannt, wie das wird, weil bei mir, muss ich sagen, ist die Luft langsam fürs Selbstspielen raus. Ich find's viel geiler im Stream als im Let's Play. Und ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt, was ihr sehen wollt, bzw. wie ihr es haben wollt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mag's im Stream gerade lieber als im Let's Play. Deswegen werden wir live vorproduzieren. So, und jetzt quatschen wir gleich nicht mehr, sondern machen direkt die erste Hausaufgabe, die da heute lautet. Übrigens, der Schnee ist auch weg, weil neues Jahr. Promi-Damen mit Doppelnamen. Annegret Kramp, Alexandra Meyer, Katrin Müller und Karin Tietze. Wilden Karin Bauer, Ludwig Hohenstein. Oh Gott. Ich habe absolut keine Ahnung, aber gucken wir uns das Ganze mal an. Also, von der Reihenfolge her, Doppelnamen, Annegret Kramm, Karin Bauer, dann haben wir Alexandra Meyer Wilden, Katrin Müller Hohenstein und Karin Tietze Ludwig. B, A, D und C. Spieler 10. Risikovariante werden wir heute machen. Ich finde, es wird echt Zeit für einen Formatwechsel bzw. für ein neues Studio. Wir starten mal mit den ersten 5 Fragen. Brötchen von vorgestern sind Altbacken, Pausbacken, Bremsbacken, Pobacken. Was? Pobacken? Altbacken, ah. Eine ganz komische Frage. Was findet man in vielen Schwimmbädern? 1 Liter Bohle, 2 Kilo Latte, 3 Meter Brett, 4 Grad Planke, das 3 Meter Brett C. 200. Was sind viele Esstische? Striplokal, FKK-Kneipe, Ausziehbar oder Nacktclub? Ja, die sind Ausziehbar. 300. Wie heißt das Großraumflugzeug Boeing 747 im Volksmund? Dumbo, Limbo, Django, Jumbo, Jumbo. Und 500. An rechts vor links erinnert
auf dem Gefahrenzeichen 102 ein schwarzes W X Y Z. Das müsste das X sein, glaube ich. B. Und? Jawohl. So. Wir gehen auf die 1000 Euro Frage. Was wird als Gemüse oder Viehfutter angepflanzt? Saubohnen, Zickenerbsen, Kuhschoten, Stutenlinsen. Ich glaube Kuhschoten. Saubohnen können auch sein. Also A oder C? Ich in den Telefonjoker komme. Nummer 2. So, was ist als Gemüse oder Viehfutter angepflanzt? Saubohnen, Zickenerbsen, Kuhschoten oder Stutenlinsen? Das ist nur Antwort A oder B sein kann. Was sage ich an die Saubohnen? Antwort A, also die Saubohnen. Alles klar. Vielen Dank. Die Saubohnen. Jawohl. Welcher dieser vier Orte hat ein Team in der ersten Fußball-Bundesliga? Unterhaching, Unterammergau, Unterschleißheim, Untertürkheim. Unterhaching A, glaube ich. Letztes Wort. Welche Veranstaltung ist weniger bei Astronauten als beispielsweise bei Oldtimer-Freunden beliebt? Mondausflug, Kometentour, Sternfahrt, Planetentrip. Ist weniger bei Astronauten als beispielsweise Oldtimer-Freunden. Ich kann mir vorstellen, die Sternfahrt. C. Wie nennt der Koch das Anrichten einer Speise unmittelbar vor dem Servieren? Trainieren, exerzieren, dressieren, apportieren. Also ist B oder C? Ich glaube exerzieren? Exerzieren. Könnte gut hinkommen. Beim 50-50 Joker bleiben noch 100 pro B und C stehen. Das ist doch fast schon eine Vorlage dafür. Ich würde sagen, ich nehme einen Joker, aber ich überlege gerade auf 50-50, ob ich oder ob ich Publikum nehmen soll. Ich mach Joker sparen. Ich fange mit dem Zusatz-Joker zuerst an. Sicher ist sicher. Nummer 4. Die Alexandra ist aufgestanden. Sie ist der 70% sicher, dass Antwort 10 sein kann. Interessieren. War also genau in meinen beiden Antworten drin. Vertraue ich drauf. C, dressieren, letztes Wort. Und hat recht? Ja, hat sie. Wunderbar. Der glykämische Index beschreibt den Einfluss welcher Stoffe auf den Blutzuckerspiegel.
Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralstoffe. Der glykämische Index. Puh. Also ich hätte zuerst gedacht, angegebenenfalls Zucker, dass er wegfällt. Glykämisch. Gibt es vielleicht sowas wie Glück? Warte, wir hatten doch immer eine Glücksdiät, das war direkt in der Frage irgendwo. Und Glücksdiät war doch. Also Glücksdiät kann nur A oder B sein, also Fette oder als Kohlenhydrate. Proteine, Mineralstoffe brauchst du ja. 50-50. Okay, dann für mich klar, ich nehme B. Kohlenhydrate, letztes Wort. Und richtige Antwort, yes. Sechzehntausend, nicht sicher, 32.000, die nächste Frage und das Publikum ist noch da. Hier kommt die Frage. Aidu Abai ist der Sänger welcher Band? The Donners, Blackmail, Mogwai, Blur. Tja. Ich nehme dann mal den Publikumsjoker. Wenn ihr es wisst, seid doch so frei und helft mir nochmal. Aidu Abai, Sänger welcher Band? Ist es A, The Donners, B, Blackmail, C, Mogwai oder D, Blur? Ich habe eine starke Vermutung, aber keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es entweder C oder D ist. Was sagt das Publikum? Sechsundsechzig% sind für B Blackmail, 28% für D Blur, 4% sagen The Donners und 2% Mogwai. Gut. Dann würde ich sagen, mit der Mehrheit 2/3. Riskieren wir B. Letztes Wort. Und das Publikum liegt richtig, jawohl. Sehr schön. Wie heißt ein Ort bei Berlin? Ist das Nörgeln, Zetern, Meckern oder Motzen? Ein Ort bei Berlin in der Nähe. Berlin war schon dreimal gewesen. Mal gucken, ob es drauf kommt. Also Nörgeln würde ich schon mal ausschließen. Klingt nicht wie ein Ort. Bin gerade müde. Zetern, weiß ich nicht. Ich könnte mir Zetern vielleicht vorstellen. Es klingt genauso gut wie Meckern oder Motzen. Also ich schließe schon mal A aus. Einfach weil es nicht nach dem Ort klingen würde. Ich glaube, es gibt einen Ort Meckern. Das ist. Meckern gibt 100 Pro. Na ja gut, es wird als Verb, da meine ich halt eben. Aber gibt es das als Ort? Also, es ist unsicher bei mir. Ich würde es vermuten, es kann eins von den drei sein, B, C oder D. Er gibt Mecker nicht, oder? Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde vermuten, es ist. Motzen könnte auch gut sein, aber ich vermute es mal nicht. Ich lasse es hierbei, ich steig aus. Das riskiere ich nicht. Ende im Gelände. Das war's für 32.000. Letztes Wort.
So, geraten, meckern, motzen, dann nehme ich doch eher D vielleicht, komm. Motzen. Nein, wäre richtig gewesen. Schade. Aber gut, 32.000 ist nicht schlecht, damit kann man noch leben. Nächste Runde. Dann versuchen wir es eben nochmal mit der nächsten Auswahlaufgabe, die jetzt lautet: Katharina Valente sang vor über 50 Jahren vom Teeny Weeny, Strand Bikini, Honolulu, Itsy Bibi. Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Honolulu, Strand Bikini, ich glaube, so irgendwie. Entweder so oder genau andersrum. Sie sang doch von Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Honolulu, Strand Bikini, DACB. So, Spieler 8. Dann wollen wir mal. So, und auch hier nehmen wir machen klassisch, komm, drei Joker, wir versuchen es mal. Los geht's. Ist der Piepmatz inkognito? Soll das vorkommen, dass der Vogelei, Vogelfutter, Vogelnest oder Vogelhäuschen, dass der Vogelnest sieht? Investoren mögen es überhaupt nicht werden. Der Profit stiehlt, das Kapital klaut, die Dividende betrügt, der Gewinn einbricht, D. 200. Es sah nicht gut aus für Bugs Bunny, als sich die Jäger um den Hühneraugen. Mal gucken. Hasenpfoten? Spatzenhirne? Schweinenasen? Was wird jetzt kommen? Hasenohren? Nee. Hasenscharten. 300. Durch welche Mixtur wird Fleisch zart und heiter gemacht? Klarlack, Binderfarbe, Terpentin, Weiße. Klarlack, Quatsch, nein. Binderfarbe? Es gibt das so. Nee. Verdammt. Jetzt bin ich gerade überfordert, was? Nochmal, durch welche Mixtur wird Fleisch zart und haltbar gemacht? Das kann ja nur Binderfarbe sein? Nee. Verdammt, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Was war ich denn jetzt? Muss doch B oder D sein. Weiter? Ist das? Oder ist das? Ne, Binderf. Da muss. Damn it! D, Beize. Ja. Vor allem wieder eine 300-Euro-Frage. 500. Was hätte Martin Luther angeblich noch am Vortag des Weltuntergangs pflanzen wollen? Stammbäumchen, Maibäumchen, Duftbäumchen, Apfelbäumchen. Die Frage verstehe ich nicht ganz. Am Vortag des Weltuntergangs? Also, es könnte ja ein Maibäumchen gewesen sein. Duftbäumchen? Nee, Stammbäumchen. Ich sag B oder D, aber. Komm, Telefonjoker zuerst.
So, was wollte er am Vortag des Filmemagazins pflanzen? Stammbäumchen, Maibäumchen, Duftbäumchen oder Apfelbäumchen? Lediglich steht ein Apfelbäumchen. Na dann, vielen Dank. Das kommunistische Manifest schließt mit den Worten Proletarier aller Länder. Betet und arbeitet, vermehret euch, vereinigt euch, esst mehr Obst. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, würde ich sagen. C. Wo muss bei Vertragskündigung laut Gesetz ein sogenannter Rückkaufswert ausgezahlt werden? Flugbuchung, Schönheits-OP, Lebensversicherung oder Ehevertrag? Vertragskündigung, Rückkaufswert. Das hatten wir, glaube ich, mal gehabt. Zumindest mal angesprochen. Vertragskündigung, ein Rückkaufswert. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es sowas beim Lebensversicherung? Nee. Irgendwie Lebensversicherung kann ich mir vorstellen. Wenn man eine Lebensversicherung kündigt, man will sie vielleicht wieder anfangen, dass man dann einen Rückkaufswert geben muss? Nee. Wobei, wenn du kündigen musst, wirst du das Geld zurück, was du investiert hast. Deswegen kann es vielleicht C sein. Gut, Ehevertrag wüsste ich jetzt nicht. Die Frau hat mein Haus entführt. Ich will mein Rückkauf, will mein Haus wieder haben. Nö, zahlen Rückkaufswert. C, Lebensversicherung. Letztes Wort. Ja. Ehe war dann doch eher zu merkwürdig. 4000. Welches Paar sind Anfang September 2003 offiziell wieder vereint? Simon und Garfunkel, Hillary und Bill Clinton, Sonny und Cher oder Hans und Helga Beimer? Publikumsjoker bitte. Ich frage alle, welches Paar sind Anfang September 2003 offiziell wieder vereint? Simon und Garfunkel A, Hillary und Bill Clinton B, Sonny und Cher C oder Hans und Helga Beimer D? Ich tippe mal, es wird auf C oder D hinauslaufen. Oder auf A, Simon und Garfunkel. 83%. Das sieht mehr als gut aus. Die waren getrennt? Wusste gar nicht. A, Simon und Garfunkel. Wobei gehört das Plattieren zur herkömmlichen Art der Zubereitung? Schwäbisch Spätzle, Dresdner Stollen, Wiener Schnitzel, Flinkenwerder Stolle. Ich sage direkt mal schon Plattieren A oder C. Ich nehme mal den 50-50 Joker direkt. Damn it! Plattieren. Spätzle sind meistens ja, die sind relativ platt. Beim Schnitzel, das kann ich mir gut vorstellen. Beim Wiener Schnitzel platzieren. Naja, es kommt drauf an. Dadurch, dass ja Spätzle eher so kurvig sind, würde ich dann doch eher die Schnitzel nehmen. C, letztes Wort. Also, Joker deaktivieren. C. Yes. Sehr nice.
16.000 ohne Joker. Wie heißt der Teil der Atlantikküste von der Südspitze Spaniens bis zur portugiesischen Grenze? Costa de la Luna, Costa del Sol, Costa de la Noche, Costa de la Luz. Von der Südspitze aus, Costa del Sol klingt nach Süden. Aber es muss nicht stimmen, es könnte auch Costa de la Luz sein. Ich meine, Sol wäre für Süden. Deswegen würde ich sagen, B, Costa del Sol, letztes Wort. Nein! Doch, meine zweite Antwort. Dann sind es eben 500 Euro. Und die Folge ist vorbei. Dann lassen wir uns auch schon für heute wieder. Das war die erste Folge dieser Woche. Wir sehen uns gleich morgen schon in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, überlegt mal, ob ihr auch dabei sein wollt. Wenn ja, immer samstags so ab 19 Uhr auf Twitch. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da und bis zur nächsten Folge oder unserem Stream sehr bald. Haut rein und viel Spaß!